Cyclohexanon Oxim ist ein wichtiges Produkt der organischen Synthese, das wir heute in unserem Organiklabor herstellen werden. Mein Name ist Zankl Pichler-Ulrike, ich bin Chemikerin und bin an der Chemieakademie in Graz beschäftigt. Dieses Cyclohexanon Oxim ist ein wichtiges Produkt, da durch weitere chemische Reaktionen daraus Perlon hergestellt wird. Dieses Cyclohexanonoxim wird in der sogenannten Beckmann-Umlagerung zum Caprolactam umgelagert, aus dem dann dieser Kunststoff hergestellt wird. Perlon ist ein wichtiger Kunststoff für ganz unterschiedliche Bereiche. Einerseits für Werkstoffe, wie zum Beispiel formstabile Zahnräder oder andere Maschinenteile, wo es eben auf die Festigkeit und die Formstabilität des Kunststoffes ankommt. Andererseits wird Perlon auch in der Textilindustrie für unterschiedliche Bekleidungsstücke verwendet und auch bis hin zu Fallschirmen für Schnüre, für Angelschnüre, wo große Festigkeit und Stabilität wichtig sind. Von Cyclohexanonoxim wird das Cyclohexanon mit dem Hydroxylamin umgesetzt zum Cyclohexanonoxim. Um das Ganze im Detail zu betrachten, wollen wir uns den Mechanismus etwas genauer anschauen. Im ersten Schritt der Reaktion wird das Hydroxylammoniumchlorid mit Natriumacetat umgesetzt und dabei wird in situ Hydroxylamin erzeugt. Dieses Hydroxylamin ist der eigentliche Reaktionspartner des Cyclohexanons. Das Cyclohexanon reagiert mit dem Hydroxylamin zu einem Zwischenprodukt. Dabei greift das freie Elektronenpaar am Kohlenstoff an und es kommt zu einer nukleophilen Addition. Das dabei entstehende Zwischenprodukt lagert sich um und es entsteht ein weiteres Zwischenprodukt. Dieses Zwischenprodukt hat nach wie vor eine tetraedrische Struktur am Kohlenstoff und ist deswegen aus sterischen Gründen noch nicht so stabil. Durch Anlagerung eines Protons und Abspaltung von Wasser lagert sich dieses Zwischenprodukt zu unserem Produkt Cyclohexanonoxim um. Der erste Schritt bei der Synthese ist der Aufbau der richtigen Apparatur. Grundsätzlich sollte die Apparatur immer an einer Stelle befestigt und an allen anderen Stellen nur gestützt sein, um eine spannungsfreie Apparatur zu bekommen. Die wichtigsten Teile unserer Apparatur sind ein Zweihalsrundkolben mit 250 ml. Die Größe des Rundkolbens sollte so gewählt werden, dass er im Laufe der Synthese maximal zu 2/3 gefüllt wird. Wir haben weiters einen Rückflusskühler, einen Tropftrichter, im Zweihalsrundkolben einen Magnetrührer. Weiters benötigen wir eine Heizquelle. In unserem Fall, da wir maximal 40 Grad erreichen werden, ein Wasserbad, das ebenfalls gerührt wird, eine Heizplatte, einen Laborboy und ein Badthermometer. Nachdem die Apparatur spannungsfrei aufgebaut ist, kann mit der Einwaage begonnen werden. Bei der Synthese von Cyclohexanonoxim darf nur mit Plastikspateln gearbeitet werden, da dieses Produkt ein Chelatbildner für Metallionen ist und sich das Produkt rosarot färben könnte, wenn man mit Metallspateln arbeitet. Bei jeder Einwaage ist zu bedenken, welcher Ausgangsstoff der gesundheitsgefährlichste ist. Dieser Stoff wird direkt in den Reaktionskolben eingewogen und alle anderen Stoffe
nach und nach zugegeben. In unserem Fall wird das Hydroxylammoniumchlorid direkt in den Rundkolben eingewogen. Das Natriumacetat wird in einem Becherglas vorbereitet und mit einem Teil des Wassers angerührt. Das Zyklohexanon, da es gesundheitsschädlich ist, wird direkt in den Tropftrichter eingewogen, um mehrmaliges Umschütten und längeres Hantieren mit diesem gesundheitsschädlichen Stoff zu vermeiden. Wenn alle Ausgangsstoffe eingewogen sind, die Apparatur geschlossen ist, kann mit der Reaktion gestartet werden. Zuallererst wird das Kühlwasser aufgedreht. Dann kann die Rührung gestartet werden und das Wasserbad auf 40 Grad erwärmt werden. Zur Freisetzung des Hydroxylamins wird die Reaktionsmischung 10 Minuten gerührt. Nach 10 Minuten kann mit dem Zutropfen des Zyklohexanons begonnen werden. Dieses Zutropfen soll möglichst langsam erfolgen, sodass die Reaktion vollständig verlaufen kann. Im Zuge des Zutropfens kann man beobachten, dass sich im Reaktionsmedium ein Feststoff bildet. Wenn das gesamte Zyklohexanon zugetropft ist, wird weitere 10 Minuten bei 40 Grad gerührt, um die Reaktion zu vervollständigen. Nach vollendeter Reaktion wird das Wasserbad entfernt, damit sich die Reaktion langsam auf Raumtemperatur abkühlen kann. Das langsame Abkühlen ist in dem Fall wichtig, damit die Kristallisation langsam erfolgen kann und es zu keinen Einschlüssen in den Kristallen kommt. Wenn Raumtemperatur erreicht ist, wird ein Eisbad unter die Reaktion gestellt, um die Löslichkeit unseres Produktes im Reaktionsmedium zu verringern. Grundsätzlich ist die Löslichkeit in kalten Lösungen geringer als in warmen Lösungen. Deswegen ist es wichtig, die Reaktion noch einmal 10 Minuten am Eisbad zu rühren. Nach erfolgter Kristallisation des Produktes wird der Niederschlag mit Hilfe einer Membranpumpe und einer Absaugapparatur über ein Filterpapier abgesaugt. Dazu ist es notwendig, zuerst das Filterpapier mit kaltem Wasser zu konditionieren und dann den Niederschlag bei eingeschalteter Membranpumpe abzusaugen. Der Niederschlag sollte mit kaltem Wasser nachgewaschen werden. Es ist aber wichtig, so wenig Wasser wie möglich zu verwenden, um den Niederschlag nicht wieder in Lösung zu bringen. Der Niederschlag wird noch einige Minuten mit der Membranpumpe trocken gesaugt. Und anschließend im Vakuumexsikator getrocknet. Im Vakuumexsikator wird als Trockenmittel Silikagel vorbereitet. Das Produkt wird in den Vakuumexsikator gestellt und dann das Vakuum angelegt. Der Exsikator wird 15 Minuten bei laufender Membranpumpe evakuiert, um eine grobe Trocknung des Produktes zu erreichen. Danach wird der Hahn am Exsikator geschlossen
und zu einer effizienten Trocknung das Produkt in etwa 24 Stunden im Exsikator belassen. Nachdem das Produkt im Exsikator getrocknet ist, kann der Schmelzpunkt bestimmt werden, um festzustellen, ob ein reines und ausreichend trockenes Produkt erhalten wurde. Für die Schmelzpunktbestimmung wird ein Schmelzpunktröhrchen mit dem Produkt befüllt. Der Schmelzpunkt einer organischen Verbindung ist immer ein erster Hinweis auf die Reinheit. Der Schmelzpunkt wird in der Literatur recherchiert. Und dann mit dem gemessenen Schmelzpunkt verglichen. In unserem Fall hat das Zyklohexanonoxim einen Schmelzpunkt von 90 Grad und wird nun überprüft. Am Schmelzpunktmessgerät wird eine um 3 Grad niedrigere Temperatur eingegeben und das Schmelzen des Produktes in der beleuchteten Kammer über eine Linse beobachtet. Um Verunreinigungen besser identifizieren zu können, ist die Dünnschichtchromatographie eine schnelle und einfache Möglichkeit. Dazu wird wenig vom Produkt gelöst und auf einer Dünnschichtchromatographieplatte gegen die erwarteten Verunreinigungen aufgetragen. In unserem Fall wird als Verunreinigung das Ausgangsprodukt Zyklohexanon angenommen und dieses auf der Dünnschichtchromatographieplatte mit aufgetragen. Erfolgter Entwicklung können die Spots im UV-Licht unter einer UV-Lampe sichtbar gemacht werden und ausgewertet werden. Auf diesem Dünnschichtchromatogramm ist eindeutig zu sehen, dass in unserem Produkt kein Ausgangsmaterial mehr zu sehen ist. In einem festen Produkt können aber auch noch Lösungsmittelreste drinnen sein. Und für solche Fälle ist das Umkristallisieren ein wichtiger Reinigungsschritt. Dabei ist es wichtig, ein Lösungsmittel auszuwählen, in dem die Verunreinigungen und das Produkt unterschiedlich löslich sind. In unserem Fall lösen sich die Verunreinigungen im Lösungsmittel, das Produkt löst sich kaum, daher wird vor der Filtration abgekühlt. Häufig wird der umgekehrte Weg gegangen, dass die Verunreinigungen in der Hitze unlöslich sind, das Produkt sich aber löst. In diesem Fall wird heiß filtriert und das Produkt aus der Mutterlauge wieder auskristallisiert. Für das Umkristallisieren wird ein kleiner Zweihalsrundkolben mit einem Rückflusskühler und einem Tropftrichter versehen und das Ganze wieder am Wasserbad erwärmt. Um die Temperatur zu messen, wird das Wasserbad mit einem Thermometer versehen. Das Produkt wird im Lösungsmittel, in unserem Fall Petroläther, zum Sieden erhitzt und danach wieder langsam abgekühlt. Ziel dabei ist es, dass die Verunreinigungen im Lösungsmittel zurückbleiben und das Produkt in reiner Form auskristallisiert. Nachdem das Produkt abgekühlt ist und wiederum 10 Minuten am Eisbad gerührt wurde, wird in diesem Fall über einen Faltenfilter filtriert. Das ist notwendig, da Petroläther nicht über die Membranpumpe abgesaugt werden soll,
da dies zu Emissionen in die Laborluft führen würde. Um das Produkt wieder vollständig zu trocknen, wird der Faltenfilter wieder im Exsikator vorgetrocknet. Diesmal wird als Trockenmittel Granobent verwendet. Granobent ist ein unpolares Trockenmittel, das immer dann zum Einsatz kommt, wenn von unpolaren Lösungsmitteln getrocknet werden soll. In unserem Fall wird Granobent verwendet, um den unpolaren Petroläther aus dem Produkt zu entfernen. Nachdem das Produkt 24 Stunden im Vakuum-Exsikator getrocknet wurde, ist das Ende der Synthese erreicht. Es wird nun noch einmal der Schmelzpunkt des Produktes bestimmt und mit einer Analysenwaage die Auswaage gemacht. Die erhaltene Masse des Produktes kann mit der Masse der Literatur verglichen werden und daraus errechnet werden, wie groß die Ausbeute des Produktes ist. Mit diesem Produkt Cyclohexanonoxim ergeben sich nun viele spannende Fragestellungen, für deren Beantwortung ich euch viel Erfolg wünsche. Thank you.